Hallo und einen wunderschönen guten Morgen bei The Long Dark. Also wenn ihr das guckt, ist es bestimmt nicht guten, oder ist es ist bestimmt, vielleicht ist war es ein guter Morgen, aber The Long Dark kommt ja immer um 15 Uhr. Für mich ist aber gerade morgen, also am Morgen. Wir sind, ah ja, wir wollten schlafen. Ich erinnere mich. Wir wollten schlafen. Es war auch der Grund, warum wir eigentlich von da hinten wieder hier in unsere wunderbare rote Scheune gegangen sind, weil wir schlafen wollten und wir hatten kalte Füße. Na dann. Okay, das ist nur so ein Schein, dann gehen wir halt schlafen. Warten draußen, draußen ist noch 3 Stunden Tageslicht übrig. Ach, ist egal. Haben wir? Ich wollte noch mal kurz was gucken. Nee, haben wir nicht. Okay. Dachte, vielleicht haben wir noch Bartflechten, um uns den Bart zu flechten. Gut. Na dann, schlafen. 3 Stunden. Dann ist hier nämlich dunkel. Wir sind bei 69%. War uns so kalt gewesen, keine Ahnung. Ja, ich nehme jetzt nochmal. Also mindestens 2 Parts würde ich gerne noch aufnehmen. Weil sie meine Pläne etwas geändert haben und ich will nicht auf Risiko spielen und dann wieder nach Hause kommen. Und dann schnell Haschi Haschi Huschi Huschi Long Dark aufnehmen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Auf durstig sein habe ich auch keine Lust. Wir brauchen wieder ein bisschen Wasser. Und deswegen nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen was auf und das am frühen Morgen. Wow. Weil ich den so sehr mag, den Morgen. Hungrig geht alles. Nochmal 3 Stunden hier. Ich hoffe wirklich. Also wie gesagt, ich möchte dann wieder rüber über den See und dann dahinter gucken, ob da was ist. Ich habe auch völlig diesen Turm ausgelassen, ne? 42 Tage. Schön, dass in den Kommentaren stand. Also der Turm ist ein toller Anlaufspunkt. Ja, den hätte ich etwas ausgelassen. Weil ich bin da dann einfach nur noch. Oh, wir haben auch nicht mehr so viel. Also frisches Essen. War hier nicht irgendwo? Wartet mal. Tüdlülü. Ich sehe gerade gar nichts, ne? Was wollte ich gerade sagen? Ach so, ich bin einfach nur. Die. Ich kann auch sehr gut drehen am frühen Morgen. Bin einfach die Straße lang gegangen und dann kam mir diese elendig lange Kurve. Oh, das war dann aber auch schon wieder. Ich dachte, da ist vielleicht noch Fleisch drin, weil ich muss was essen. Vielleicht müssen wir einfach mal wieder ein bisschen jagen gehen. Ja, mal wieder hat mir gefallen. Wir jagen mehr denn je. Na, ich sitze jetzt einfach mal. Was war eine Dreh? Okay. Ich dachte, das war schon wieder irgendwie Bär. Was uns mal wieder irgendeine Lebensmittelvergiftung bringt. Weniger als ein. Okay, 13 Stunden Tageslicht klingt wirklich gut. Es war noch ein wenig dunkel draußen und wir haben Durst, aber das ist alles kein Problem. Wir trinken was, stellen uns ein bisschen was nochmal zu trinken her. Sehr gut. Nein. Aufheben? Ja, das schon. Ich kann ja mal. Obwohl, warte mal, den Weg, den finde ich auch noch so. Und dann gehen wir einfach wieder zurück. Das ist ja alles gar kein Problem. Mit Stöckchen? Ja, komm. Nee, nicht mit denen nicht. Den ja. Alles kein Problem. Wir haben auch hier alle Kisten auseinandergenommen, ne? Können wir uns ja ein bisschen Altholz holen und das hier reinschmeißen. Mein Gott, schon über 70 Parts Long Dark. Macht man eigentlich irgendwie ein. Sollte ich ein Special zur 100. Folge machen? Würde er lieber ein Special machen, wenn ich 100 Tage überlebt habe. Oh, wartet, 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 Moment. War hier nicht irgendwo eine Kiste? Ah, Hilfe, hier war noch. Hier. Ja, irgendwie würde ich da eher ein Special machen. Obwohl 100 Folgen Long Dark ist jetzt ohne gerade ohne, ne? Schlechter laufen können. Überhaupt. Ganz ehrlich, dafür, dass ich eigentlich dauerhaft Inventarprobleme habe. Hab ich wirklich Glück? Tja, muss man halt Oma haben in dem Spiel. Glück. Ach ja, draußen sieht man. Draußen scheint schön gerade die Sonne. Reicht das? Ich weiß nicht, ob das reicht. Na komm, wir können ja nochmal eh mal Altholz reinschmeißen.
So, Brennstoff hinzufügen. Sehr gut. Tüdelülü. Übrigens eine neue. Ich hatte schon mal bei The Long Dark drüber geredet. Das war noch bei der Küstenstraße. Da haben wir gerade in einem Auto gesessen und da sind zwei Wölfe an uns vorbeigelaufen. Also einer ist direkt an unserem Auto vorbeigelaufen. Der andere war ein bisschen weiter hinten. Da habe ich darüber geredet, über. Es gibt ja immer so eine Platzierung bei YouTube, so. Weiß gar nicht, nach was es geht, nach Abonnenten, nach Klicks, YouTuber in Deutschland. Und da kam jetzt die Liste von Februar raus. Und anscheinend unterscheidet sich YouTube wirklich gar nicht. Ah, keine Fragezeichen, okay. Anscheinend unterscheidet sich YouTube wirklich nicht so viel von, vom normalen Fernsehen. Man könnte ja fast denken, YouTube wird zum Fernsehen und das überträgt sich halt da. Und damit meine ich halt so diese kuriosen Formate, die sich irgendwie, ja, so mit dem Laufe der Jahre ergeben haben. Wenn ich mal drüber nachdenke. Also weiß ich nicht, so damals, wenn ich Fernsehen geguckt habe, da war irgendwie, war ja schon halb was Besonderes und eine Innovation, wenn dann mal so weit lief wie, wie so eine Gerichtssendung oder, also Talkshows waren ja total normal, also man ist ja so halb aufgewachsen mit Talkshows, wenn man das so sagen kann. So was gibt es heutzutage ja schon gar nicht mehr, heutzutage gibt es irgendwie nur noch kuriose, gestellte Sendungen. Die ich zum Glück nicht gucke. Ich gucke sowieso ja sehr wenig Fernsehen, weil, glaube ich, mein Glück ist. Sonst müsste ich mich des Öfteren aufregen, glaube ich. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen. Es war da, sind also wir von da gekommen, ja, ne? Da ist ein Wolf. Das ist höchst interessant. Ja, und auf jeden Fall, in der YouTube-Liste sind vorrangig Musik, Fußball und Beauty. Anscheinend scheint YouTube Deutschland Musik, Fußball und Beauty zu interessieren. Also, das ist jetzt kein Vorwurf. Obwohl ich ein bisschen zum Vorwurf mache, wer in dieser Liste drin ist. Ey Leute, also nicht, ihr seid da jetzt nicht mit angesprochen. Euch traue ich nicht zu, dass ihr so einen Scheiß guckt. Obwohl Scheiß ist auch schon sehr wertend, ne? Habe ich mich jetzt so selber verraten. Ja, ich halte halt von den vielen Sachen davon nichts. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Contour Music oder irgendwelche andere Musik-Channel. Musik ist bei mir, da kann von mir aus, wie gesagt, könnt von mir als Hardcore-Schlager hören. Wenn ihr daran Spaß habt, legt los. Tanzt um die Wette. Der gute LeFloid ist mit drinne. Der gute Florian. Ist ganz lustig eigentlich. Der LeFloid, der hat. Oh, das ist auch schon gefühlt 100 Jahre her. In seinen Anfängen. Der Patty hatte mal eine Band. Und in der Band war der Patty Bassist und. Komm hier, Lob, Dank. Diese Band hieß Penetraia und der LeFloid hat mal eine CD zusammen mit Penetraia verlost. Das war ganz lustig. Und oh, wie heißt denn dieser? Oh, ich. Anikon YouTube, das ist auch so ein Ding. Ich merke mir die Sachen nie, weil ich sie nicht gucke. Also ich mir LeFloid merken kann, ist ein Wunder. Hallo, ist hier jemand? Bin neu hier. Eigentlich gar nicht, aber hier waren wir doch, ne? Von hier sind wir nicht von hier gekommen oder so. Komme ich irgendwo hoch, ohne zu sterben? Oh, wie heißt denn dieser Typ? Alblali heißt der Typ. Der benutzt für irgendein Format, das hat mir der Patty mal erzählt, so ein 3-Sekunden-Snapshot von einem Penetraia-Lied. Eigentlich interessant, wie die Feen sich irgendwie so, ja, wie sich das alles so zusammen wird. Ja, der ist auf jeden Fall drin, der gute LeFloid. Ich weiß wirklich nicht, nach was es geht. Geht es da nach Abonnenten? Auf Platz 1 ist. Wer hätte dir gedacht? Und ich bin ganz froh, dass das noch ist. Ist der gute Gronkh. Gronkh. Entschuldige. Tut mir leid, Herr Nordkommander, aber. Hättest du nicht sagen dürfen. Ich ärgere dann gerne. Es tut mir leid. Ich dachte, da ist ein Haus. Es sah danach aus. Da ist ein Haus. Aber nicht da, wo ich gerade hingeguckt habe. Ist hier noch was anderes als ein Haus? Ich laufe hier so mir nichts, dir nichts einfach mal los. Gar kein Problem für Annika. Ja, aber wie gesagt, da sind halt auch Kanäle dabei. Die kenne ich nicht. Das ist auch gut.
Also ich mache Let's Plays bei YouTube, aber ich habe keine Ahnung von YouTube. Muss man ja auch nicht haben. Also man muss ja auch nicht jeden Scheiß gucken, ne? Ja, und halt die guten Beauty-Channels. Ach, das ist ja süß. Mit sowas halt sowieso nichts am Hut. Ich bin froh, dass ich das Zeug, was ich mir ins Gesicht klatsche, nicht irgendwo anders hin. Und ich aussehe wie der Clown von S. Bin ich jeden Morgen sehr stolz drauf. Hier ist ja ein Traum. Das ist voll das süße Haus. Es wurde auch geschrieben, dass der Bauernhof ja aber eigentlich der perfekte Platz ist. Das ist absolut richtig. Aber leider, leider. Also ich glaube, wenn man in so lang da bauen könnte, wäre, glaube ich, der Bauernhof gar nicht so schlecht. Schon allein, weil es ja auch da eine Werkbank und so ein schnellerer Datz gibt. Ich muss ein bisschen horchen. Dann würde ich da irgendwie anbauen. Aber ich finde auch sowas hier voll süß, hier mit so einem einzelnen Haus mitten in so einem Tal. Ist auch total toll. Aber leider kann man in so Long Dark nicht bauen. Ich glaube auch nicht, dass sie das mit einbauen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich bin ja immer noch, ich weiß ja immer noch nicht, wie sie den Story-Modus bewältigen wollen. Ach, das sind nur Häschen. Weil wir gelernt haben, bei denen lohnt es sich nicht wirklich, die zu erschießen. Sonst kriegt Annika Herzbluten. So, dann können wir gleich mal das Häuschen bestauen. Gehen wir einfach mal rein hier. Das ist ja wirklich sehr mördermäßig groß. Huch! Hütte des Fahnenflüchtigen. Na nü, wer ist denn da fahnenflüchtig? Ich find's schon geil. Ist übrigens voll süß hier drin. Ich find's super, super cool, dass hier irgendwie viele Sachen. Also so wie hier heißt halt die Hütte des Fahnenflüchtigen. Aber ich würde am liebsten hier irgendwie noch, ja, wie kleine Zettel, wo irgendwas draufsteht, entdecken. Das wäre ja ein Traum. So, ich habe mal Schubladen. Ich hätte vielleicht mal. I'll take it. Nee, take mal nicht. Gerade noch nicht. So lange mein Inventar noch nicht. Ich habe schon wieder total nicht auf mein Inventar geachtet. Hätte ich das vielleicht aussortieren sollen? Ich weiß es gar nicht. Bin einfach losgegangen. Da habe ich. Ja, das ist, war schon wieder die M-Taste. Hier sind Kartonstreichhölzer. Hier ist auf jeden Fall ein Bett, was ziemlich geil ist, muss ich sagen. So, jetzt gucke ich einfach mal. Oh, und es ist ein wenig kalt. Na, wie gut, dass wir hier drinnen stehen. Und wir haben auch etwas Hunger. Ist aber jetzt nicht so das Problem. Ich wollte gucken. Wir hatten ja ein wenig das Problem, das uns aufgefallen ist. Ah, okay, dann doch. Okay, okay, Moment. Dann nehme ich doch die Sachen. Uns ist ja aufgefallen, dass sich die Sachen irgendwie abtragen oder abnutzen. Oh, hier war nichts drin. Warum auch immer. Vielleicht hat mir das bis jetzt oder bis dahin jetzt schon auch jemand beantwortet in den Kommentaren. Wie gesagt, ich kann gerade nicht so gut drauf reagieren wegen Vorproduzieren und so. Zerlegen. Machen wir das einfach mal. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Was hat man jetzt noch? Diesen Wollpulli hier. Okay. Den zerlegen wir auch. Heute übrigens mit einer, heute ist eine Game of Thrones Tasse, da sieht man es ein wenig. Haus Stark. Bin gar nicht so ein, also ich war mal ein ganz großer Game of Thrones Freak. Dann fing es an, dass irgendwie alle Game of Thrones geguckt haben und da entwickel ich auf einmal dann so eine Antipathie dagegen. Ganz kurios bei mir, ich weiß auch nicht, warum das immer bei mir passiert. Und dann warte ich meistens so lange ab, bis der Hype total vorbei ist, was bei Game of Thrones noch eine Weile dauern kann. Und dann mache ich weiter. Mit gucken oder lesen, egal. Ja, bitte. Repariere den Schal, bitte. Aber ja, wie gesagt, eine Tasse habe ich mir schon mal zugelegt. In meine Tassensammlung, wo keine Tasse zusammenpasst. So, wir haben, wie viel Stoff haben wir denn noch übrig? Wir haben ja 89, 80. Kann man die? Ja, tatsächlich. Na, dann reparieren wir doch mal die Cargohose. Warum nicht? Eine Hose zu reparieren ist immer gut.
Sehr gut. So. Ach, wir haben Messer. Wir sind durstig, hungrig, alles mal wieder auf einmal. Tja. Essig einfach mal Erdnussbutter. Was haltet dann davon? Ach, wir müssen mal wieder ein Tier erlegen. Sonst kommen wir in eine Bredouille mit unserem Essen. Ich will nicht so ein kleines. Ich finde, das lohnt sich halt wirklich. Haben wir hier alles? Ich hoffe. Ich finde, es lohnt sich halt überhaupt nicht, so ein kleines Häschen zu erschießen. Dafür sind die Fallen wirklich besser. Und bringt er nur einmal Fleisch, ne? Es ist schon wieder hier ein Traum. Ich horche, ich horche, ich horche. Ich horche. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wo wir kommen sind, so richtig. Ich glaube, von hier oben. Da ist nichts weiter. Dann, da sind noch Pilze. Darf ich sagen, dass das Wetter schon wieder katastrophal aussieht? Ich würde mich ja am liebsten gar nicht von dieser Hütte wegbewegen, wenn ich ehrlich bin. 5 Meter gegangen und schon keine Lust mehr hier. Das Wetter zumindest. Wie gut aber, dass ich nicht die Einzige bin, die das so sieht. Ist wirklich, wirklich nicht gut. Oh. Ich sehe Essen. Schön, dass ich ihn schon nicht mehr Rehe sehe, sondern Essen. Aber ich hätte gerne die Porlinge hier. Die können uns irgendwann mal einen Arsch retten. Irgendwann. In 5000 Jahren. Ich weiß immer nicht, was die für eine Reichweite haben. Ich weiß. Aber wahrscheinlich greift uns gleich von hinten irgendwas an. Gucken wir mal. Oh, da ist gleich noch eins. Na Mensch. Oh, das verschwindet hinter dem Baum. Das ist auch nicht so gut. Tüdelülü. Ich weiß gar nicht, ob ich nachgeladen habe. Werde ich gleich erfahren, denke ich mal. Ach, das arme Reh, ey. Das arme Reh. Bin da mal ein bisschen vorsichtig, weil ich habe halt, wie gesagt, keine Lust. Würde gern Kugel und so, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Jetzt dreh doch nicht um. Ich kann hier nicht in den Arsch schießen, Reh. Das macht man so nicht. Habe ich mich letztens erst mit meinem Bruder drüber unterhalten. Da unser werter Onkel Förster war. Und der hat meinen Bruder mal mitgenommen. Und dann durfte mein Bruder auch mal mit dem Gewehr schießen. Ja, danach dachte er, er hat keinen Arm mehr. Und das meinte ich halt manchmal so mit der Realistik von, oh, kannst du dich mal umdrehen, weil ich glaube, so ist blöd, Reh. So kann ich dich nicht so gut schießen. Mit der Realistik in Spielen. Tja, zeigt die große Auswahl. Annika unter Rehen. Sehr gut. Ich sollte beruflich machen. Nee, lieber nicht. Jetzt haben wir wieder Rehhaut. Eine Haut. Ich hätte auf jeden Fall gerne das Fleisch. Wenn es hier vielleicht nicht gerade der beste Ort dafür ist. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen still, weil ich gerade nachdenke, was ich hier am besten mache. Weil wir ja wieder dann komplett überladen sind, wenn ich das mal sagen darf. Ich kann das erstmal nehmen. 1 Stunde und 1 Minute. Kann das erstmal nehmen. Okay. Da oben läuft jetzt das Drehlangenwetter. Hält sich gerade noch. Etwas hungrig nur. Komplett überladen. Geile Sache. Und dafür haben wir jetzt aber Rehfleisch. Wenn ihr zum Berg kommt, haben wir A-Karte, ne? Was ich noch mache, ist das hier. Darm haben wir doch erstmal genug. Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Darm soll. Wir haben auch so noch eine Schnur.
So. Meine Frage wäre jetzt nur, kommt hier auch irgendwas oder bin ich schon wieder hier aufgeschmissen, wie sonst so was? Ein Häuschen. Ein kleines Mini-Häuschen da hinten. Ich vertraue dem Wetter gerade überhaupt nicht. Kein bisschen. Ich traue dem Wetter nicht über den Weg. Weil wir hatten ja 5 Minuten halben Sonnenschein und der Part ist zu Ende gar nicht mitbekommen. Na, na, nü. Dann würde ich mal sagen, stelle ich mich so ein bisschen hier außerhalb des Geschehens hin. Und beende den Part. Mit mal wieder zu viel in der Tasche. Aber hey, wir haben Hunger und ich brauchte Fleisch. Das klappt ja schon mal. Ich muss sagen, das klappt ziemlich gut. Da dachte ich ja am Anfang, das könnte größere Probleme bereiten, muss ich sagen. Tut zum Glück nicht. Solange wir Kugeln haben. Das wird irgendwann auch lustig. So, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin und verabschiede mich von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.